kann ich irgendwie... Wird das Ding davon nicht mal getriggert? Ich gehe ja nicht mehr den Kristall kaputt. Ja, wegen Geld riskiere ich jetzt auch meinen Kopf. Das könnt ihr euch mal abschminken. Okay, wie soll das funktionieren? Schmeißmesser? Ja, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert. Aber das schaltet sich schon vorher wieder an. Hä? Das kann es also nicht sein. Oh, warte mal. Ah! Ah, die kann man umla... Kamera, bitte! Danke. Die Scheißdinger kann man umleiten. Ahaha! Das erklärt so einiges. Und ich krieg das Ding einfach nicht kaputt. Danke nach Tara fürs Hosten. Ja gut, dass man die Scheißdinger umleiten kann, das erklärt so einiges. Weil ich glaube... Warte mal, dann will ich nochmal zu... Aua! Dann will ich nochmal komplett zu... Autsch, ist gut jetzt. Ey! Durch die Plattform glitschen gilt nicht. Was ist denn das andere da hinten jetzt? Ne, warte, das ist nicht hier. Das ist hier. Aua. Ist doch gut jetzt. Ach, guck mal, jetzt ist das auch aus. Na gut, dann hole ich mir die schnell. Die hole ich mir schnell. Ernsthaft, ich muss die verkackte Uhr jetzt wieder umändern. Oh, das ist doch beschissen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte gerade sagen, Spiel, mach mich jetzt nicht fertig. Scheiße, auf was war das jetzt? Oh, ne, warte mal, das war... Oh, das heißt, ich muss das hier dafür ändern. Mach das so. Oh, wer hat an der Uhr gedreht? Dieses Gimmick ist verblödet. Aber gut, ich krieg dadurch eine Lebensflasche. Beschwere ich mich also wenig drüber. So, und jetzt war das... Einmal so. So. Glaube ich. Jetzt haben wir ja auch die Erdrune. Das heißt, wir können damit in den einen Raum... Sprich hiermit, da können wir hier weiter. Jetzt, wo wir wissen, dass wir die Kackdinger umdrehen können, ist das natürlich ist das ein ziemlicher Gamechanger. Das Ende. Warte mal, dann will ich hier. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass. Hä? Wie darf ich das jetzt verstehen? Zug fahren, ja, aber Zug fährt nicht. Zug mag nicht. Moment, muss ich das Ding schieben? Geht das? Das geht. Tatsache. Das geht tatsächlich. Wow. Okay. Chuchu! Here comes the pain train. Ja, weil ich die Strecke auch nicht hätte zu Fuß gehen können. Wow. Oh Mann, Abgründe. Uncool. Ja, schmeiß mich doch gleich wieder runter.
Alter. Stopp! Oh, die Mondrune. Die war jetzt mal tatsächlich easy zu bekommen. Back to business. Chuchu! Halt ein Zug im Rückwärtsgang. Es ist auch was Nices. Okay. Mondrune. Jetzt müssen wir das Ding nur einmal komplett drehen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Man soll mir nicht, soll mich nicht stören. Prozentsatz ist Prozentsatz. Boah, ich hab Schiss, dass ich die ganze Zeit da runterfalle und dann sterbe. Das muss doch nicht sein. Nein! Danke. Habe ich aufgemacht? Ja, habe ich. Okay, Chuchu, let's go. Let's Chuchu. Here comes the pain train. Okay, noch mehr Gegner. Das sind auf jeden Fall die 100%, die ich brauche. Die Frage ist, wo ist der Kelch? Okay, wir haben jetzt schon 100%. Und wir können einmal... Oh, wir können auftanken. The Bone Zone. Gott, wir haben 8 von diesen Dingern. Vor allem, was können wir jetzt noch bekommen? Wenn wir... Ne? Du Penner. Wo ist dann der Kelch? Nice aim, dude. Ah. Oh mein Gott. Da war wieder der Wendekreis wie ein Panzer. Irgendwo muss ja noch der Kelch sein. Die Frage ist, wo? Ach Moment, ich weiß doch, wo der Kelch ist, ich Vollidiot. Ich weiß doch, wo er ist. Ja. Habe ich wohl vergessen. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Der ist doch in diesem Kristall drin gewesen, den ich aus irgendeinem Grund nicht kaputt kriege. Okay. Okay. Chuchu. So, das heißt, wir müssen da jetzt nochmal hin zurück. The Kelch holen, beziehungsweise irgendwie an The Kelch kommen. Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie kriegen wir das schon auf der Flöte. Okay. Und dann flop. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Scheißding kaputt? Keule sure as hell doesn't work. Versuchen wir mal. Aua. Achso. Was ist, wenn wir das so machen? Ne, das ist aus. Okay, warte mal. Das ist. Aha. Kaputski! Wir brauchen einfach Laserenergie für so einen Blödsinn. Nice, der Heldensaal wartet. Schon wieder. Was auch immer er mir diesmal geben kann. Vielleicht eine bessere Kamerasteuerung? Wer weiß? Das wäre das, was der Saal der Helden mir gern geben dürfte. Eine bessere Kamerasteuerung. Weil die Kamerasteuerung ist trash. Das ist leider echt hardcore. Aber das war ja damals, zu unserer damaligen Zeit, eins der größten Probleme. Chuchu! I got the Kelch! I got the power! Okay. Ich glaube, damit hätten wir jetzt alle Fragezeichen. Weil ich wüsste nicht, wer sonst noch mit uns reden könnte, außer zum x-ten Mal Captain Pony. Ihr habt uns eines Besseren.
zeugt zum Helden und könnt Zarok besiegen. Das Volk von Galumir erfährt vielleicht nie die volle Wahrheit über eure Vergangenheit. Und ihr geht wirklich als Volksheld in die Geschichte ein. Die Zeit eurer Verbannung ist vorüber. Seid uns willkommen, Sir Dan Fortescue. Oh, cool. Habe ich jetzt meine eigene Actionfigur? Ich habe meine eigene Actionfigur! Shitboy! Meine eigene Actionfigur! Ach, und hier, sie will wieder mit mir. Sie will nochmal mit mir reden. Was gibt's? Ja, sei Dank, ihr seid noch Jans. Ich hab ein Geschenk für euch, aber leider weiß ich nicht, ob etwas nützen wird. Yes, please. Wow. Echt jetzt? Ein bisschen Energie? Sonst nix? Niemand mehr? We are done. We are dunzily dunzo. We are zanzily banzo bandili dim. Dabdili dabdili dabdili. Okay. Wir haben unsere eigene Statue. Nice. Moment, wurde mein Lebensbalken? Wait, what? Nö, wurde er nicht. Immer noch, Maximum ist immer noch 300. Aber gut, wir haben offenbar alle Kelche. Zumindest scheint es mir so. Kapuschki. Hätte ja sein können, dass sie mir irgendwas Besonderes in den Trank gemischt hat, was weiß ich. Ja, 20 Kelche, scheint alles zu sein. Okay. Und erfolgreich gespeichert. Zaroks Höhle. Hatten wir jetzt 21 Kelche? Ist das jetzt noch ein Level? Chuchu, ihr Säcke! Here comes the Pain Twain! Okay. Hey, na? Ihr seid weiter gekommen, als wir dachten. Hinter diesem Punkt wartet die entscheidende Begegnung mit Zarok. Er hat seine künstliche Leibwache um sich geschart. Ihr könnt jedoch die verlorenen Seelen in eurem Kelch um Hilfe bitten. Stellt ihn auf den Schild in der Mitte der Arena. Viel Glück, Daniel Fortescue. Ja, thanks, ne? Ich wollte zwar eigentlich nochmal shoppen gehen, aber mein Wendekreis hat gesagt nein. Na gut, müssen wir halt so damit leben. Sir Fortescue, so trifft man sich wieder. Ein Jahrhundert der Verwesung hat also noch nicht gereicht, euch den naiven Glauben an die Freiheit Galumirs auszutreiben. Immerhin sieht mein Helm nicht so doof aus. Oh, süß. Skelette. Mensch, I'm scared. Mann, hab ich Schiss. Mann, hab ich Durst. Macht euch fertig, Krieger. Noch diese Stunde soll er zu Hundefutter werden. Hä? Das ist das, Fortescue. Euer Glücksbecher. Sag nix gegen meinen Glücksbecher. Mein Glücksbecher wird dich abfucken. Oh, shit! Ich krieg meine eigene Skelettarmee. Für die Ehre von Galumir! Ja, lol. Wie cool! Gute Blitzstrahl? Okay. Ich grill meine eigenen Leute gerade, obwohl ich das nicht will. Ach, gute Blitzstrahl? Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist genau das Gegenteil.
Moment, sind das jetzt die... Wieso verliere ich dabei Energie, wenn ich die Dinger benutze? Was ist an den Dingern gut? Ihr seht ganz schön alt aus, Fortescue. Wachen, ergreift ihn. Mensch, das Heilen hat's ja richtig... What? Hä? Was ist das denn für ein Bullshit? Hä? Moment, das heißt, man braucht alle Kelche sowieso, um das Spiel durchzuspielen? Sehe ich das richtig? Sonst kannst du das gar nicht? Hä? Ich heil die? Das sah mehr danach aus, als würde ich ihn schaden. Das war merkwürdig. Das war eine große Portion Bullshit. Vor allem, wieso könnte ich die selber nicht angreifen? Chuchu, ihr Säcke! Asozialer Bossfight Teil 2! Jetzt wäre ich ja fast runtergefallen. Ja, komm, sülz mich nicht zu, ja? Ihr... Warte mal, kann ich das jetzt schon holen? Kann ich jetzt schon holen. Hehehe. Gute Blitzstrahlen, weil sie auch so gut aussehen. Ach. Es kam mir gleich merkwürdig vor. Ich meine, was ist so toll an euch? Macht euch. Ich habe schon schlimmere Sachen beklopft. Okay. Ich bin Medic. Ich heile einfach mal wild drauf los, ne? Es ist, als wenn ich tatsächlich ein Pocket Medic spiele. Das ist irgendwie merkwürdig. Könntet ihr jetzt mal... Ich weiß auch nicht. So ein bisschen gewinnen? Das ist ein sehr merkwürdiger Bossfight. Warum habe ich bald keine Energie mehr? Ah, langsam kommen sie zusammen. Oh ja, jetzt. Oh, jetzt ist hier. Oh, cool. Der Kampf ist geil. Yay. Oh, geil. Ja, ich würde die auch alle gern einsammeln. Ich wehe die, die spawnen.
Könnt ihr bitte irgendwie mal alle gleichzeitig verschwinden? Das dauert echt lange. Das dauert echt unglaublich lange. Und ich schwöre euch, wenn die Scheiße despawnt, ne? Ich suche euch alle im Jenseits. Geil. Kannst du mal aufhören, mich jetzt zu nerven? Was ironisch ist, wenn er ein Skelett ist. Ja, ist er tatsächlich. Ich würde es mit Milch versuchen. Musst du dich jetzt ausgerechnet dahin stellen, wo meine ganze Energie steht, die ich jetzt brauche? Oh shit, boy. 1500. Alter Verwalter. Das ist eine Menge. Okay, wie soll das jetzt... Wo ist er überhaupt? Da. Okay. Kann ich dich auch mit Fernkampfangriffen killen? Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen was davon. Ne, nicht meinen Arm. That doesn't work. Aber ich habe ihn schon halb down. Ich tank das. Dein mächtigster Krieger ist scheiße. Dein mächtigster Krieger ist tatsächlich scheiße. Und nu? Also gut, Schluss jetzt. Ich bin's leid, dass ihr euch immer einmischt. Oh shit, Opa persönlich. Wo ist der Spruch? Ah ja. Nein, nicht der. Oh scheiße, er hat den Hühnchenzauber. Puff! Oh, doch nicht jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Gott, ist das Ding hässlich. Niemand besiegt den mächtigen Sarok. Euer Tod ist nah, Fortescue. Ob ich dich für 3,50 das Kilo verkaufen kann? Okay, how? Wait. Mach doch bitte hier mal. Versuchen wir erstmal damit. Ach, ja doch. Ah, wahrscheinlich kann ich ihn nur treffen, wenn er die Brust hoch macht. Das wird dann ein langer Kampf. Das wird ein sehr langer Kampf. Und höchstwahrscheinlich auch ein sehr unausgeglichener. Vor allem, wie soll ich ihn überhaupt angreifen? Okay. Warte mal, kann ich die... Ich habe noch genug davon. Wieso sind Blitze eigentlich absolut scheiße? Ja, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert gar nicht. Scheiße. Ah, okay, ich muss warten, bis diese Aura von ihm nachlässt. Die Frage ist, wann macht er das? Alter, das magische Schwert macht so viel Schaden, ey.
Alter, macht das viel Schaden? Alter, dieses magische Schwert ist so fucking broken, ne? Au, au. Au, au. Ach, ich brenne! Was war das denn jetzt? Final Flash oder was? Oh, fuck. Und dead. Ich bin geschlagen. Das denke ich auch immer, wenn ich morgens aufstehen muss. Euer Schicksal ist besiegelt, Fortescue. Ihr kommt hier nie raus. Noch eine Phase. Autsch. Vor allem dieses Quietschen von ihm. Oh shit, ihr habt mich durch die Säule gemorpht. Nee, das war's offenbar. Dum-dum-dum-da-dum. Klasse, Sauron ist auch da. Passt ja. Och Mensch, mein Lieblingsgeier, Vogel, Teil. Oh, hässliche Menschen. So, ich leg mich wieder hin. Ugh. Glubsch. Wieso bin ich jetzt der Einzige, der als Skelett rumlaufen muss? Scheint mir irgendwie nicht fair. Selbst Captain Pony ist sein Pony, ich. Oh, Scheiße, er hat gekleckert. The End. Schönes Spiel. Muss ich sagen, schönes Spiel. Hat zwar hier und da so ein paar richtige Frustlevel und dabei gucke ich ganz besonders den Sumpf an. Aber an sich ist das echt ein schönes Spiel, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, die ein... What the fuck? Ich werde dich anwaschen. Nee, ohne Witz. Das Spiel ist geil. Hat ein paar richtig schöne Levels. So ein, zwei... Dieser Glasscherben-Boss, den fand ich super cool. Jetzt sind das Concept-Arts. Die sind ja mal mega creepy. Ja, das einzige Problem, was ich am Gameplay wirklich hatte, also richtig hab, ist die Kamera. Die Kamera ist ein echt übertriebenes Problem. Der Wurmos, danke dir fürs Followen. Ja, die Kamera ist ein absolutes Desaster, leider. Was vieles ein bisschen schwerer macht, als es eigentlich sein muss. Was halt so
so gewisse Stellen einfach unnötig schwer macht, was nicht wirklich sein muss. Und dann, ich glaube, das einzige Level, was mich sonst so angepisst hat, war der Sumpf und dieses komische Wasserlevel danach. Das waren, glaube ich, die einzigsten beiden Levels, die mich ein bisschen angepisst haben. Ach, und der Wurmus, auch dir danke fürs Hosten. Aber sonst ist das ein richtig geiles Spiel. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann demnächst günstig hier den zweiten irgendwo ergattern kann, weil den würde ich dann nochmal... Ist das Concept Arts von den Vogelscheuchen? Alter, sehen die krass aus. Denn das Level hier im Dorf, wo du die Leute nicht angreifen durftest, das war auch cool. Oh mein Gott, was ist das denn? Generell die ganzen Bilder da gerade an der Seite, die sind voll creepy. Ist echt ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, von wann ist das jetzt? Also, das ist von... Sekunde mal, das muss doch hier irgendwo stehen. Auf der Front vielleicht? Das muss doch irgendwo stehen, von wann das ist. Lass mich raten, genau da ist dieser dumme Aufkleber drüber, den ich habe. Ja, auf meiner Version ist so ein beschissener Aufkleber drauf. Moment. Das lässt sich doch irgendwie rauskriegen. Es interessiert mich gerade, von wann das Spiel ist. Das PlayStation 1 muss also irgendwann aus den 90ern sein. Hey, Flojo, auch dir danke fürs Hosten. Aber vor allem immerhin... Oh, das finde ich schön. Jetzt, wo ich die Hülle gerade mal... Ach, hier! 98! Ist im Spiel, wurde es mir jetzt angezeigt. Oh, cool, das Booklet. Aber immerhin, das ist noch eins der Booklets, das liebe ich sowieso. Wenn im Booklet noch tatsächlich das Spiel erklärt wird. Das finde ich schön. So, ist jetzt hier irgendwas anderes? Ja, wahrscheinlich ist immer nur, dass ich das Finale immer wieder mache. Ja, es speichert ja nicht nach dem Final Fight, also von daher macht es Sinn. Erschien Oktober 98, ja. Das ist schön, das ist nice, das ist ein schönes Spiel. Gern mehr davon.